In diesem Video schauen wir uns den Usenet-Provider Usenet-Server mal genauer an. Wir gehen auf die Geschwindigkeit ein, auf die Retention und auf die Löschverfahren. Los geht's nach dem Intro. Eine entscheidende Rolle für die Qualität des Usenet-Anbieters ist die Backbone, die dahinter steht. In diesem Fall reden wir vom Hivewinds Backbone. Ich habe aber auch schon im Internet gelesen, dass dieser Backbone als UNS, also als Usenet Server Backbone, bezeichnet wird. Tatsächlich ist Usenet Server ein Angebot von Omicron und Hivewinds gehört auch zu Omicron. Also im Grunde kauft man hier alles aus einer Hand, wenn man so möchte. Hivewinds ist auch eine der beliebteren Backbones. Da gibt es eine sehr lange Vorhaltezeit der Dateien und die Completion Ratio, also die Zahl, wie viele Dateien tatsächlich dort auch aufzufinden sind und erfolgreich heruntergeladen werden können, da ist die Prozentzahl relativ hoch und das macht auch die Beliebtheit dieses Backbones aus. Da gibt es also volle Punktzahl, da gibt es nichts zu meckern. Es ist einer der hochqualitativen Backbones, auf die man hier Zugriff bekommt. Die Frage nach DMCA oder NTD, also meiner Meinung nach ist das so ein bisschen Haarspalterei. Bei beiden Verfahren werden Dateien gelöscht. Das DMCA steht für Digital Millennium Copyright Act und NTD steht für Notice and Takedown oder Notice and Takedown. Das sind beides Verfahren, die es Rechteinhabern wie mir zum Beispiel ermöglichen, Dateien dort löschen zu lassen. Die DMCA ist wohl etwas strikter und Dateien müssen schneller gelöscht werden, bei NTD kann sich das Ganze noch ein bisschen ziehen. Ehrlich gesagt, bei beiden werden aber Dateien gelöscht, das hat jetzt also nicht so einen riesen Vorteil. Usenet Server selbst muss nach der DMCA löschen, da freuen sich vor allem dann die Rechteinhaber drüber. Kommen wir zur Retention, also zur Vorhaltezeit der Dateien auf Usenet Server. Und da kann der Anbieter tatsächlich punkten. Über 4600 Tage ist aktuell die Vorhaltezeit. Und mit jedem Tag, den der Kalender voranschreitet, kommt auch ein Tag auf diese Vorhaltezeit dazu, da die alten Dateien eben nicht gelöscht werden. Das heißt, man findet dort tatsächlich noch Dateien, die über 12 Jahre alt sind. Ich habe mal gewagt, einfach die URL von Usenet Server in die Wayback Machine einzugeben und habe eine Seite von 2005 aufgerufen. Und dort kann ich eben sehen, dass die Retention dort gerade mal bei 26 Tagen lag. Das heißt, nach nicht mal einem Monat wurden da die Dateien schon wieder weggelöscht. Man musste seine Downloads damals schon sehr, sehr schnell machen bzw. direkt automatisieren, damit man das Zeitfenster vom Upload bis zum Löschen der Datei auch tatsächlich erwischt hat. Wir können uns also heute glücklich schätzen mit den langen Vorhaltezeiten. Das war tatsächlich nicht immer selbstverständlich. Der Punkt, der dich aber am meisten interessiert, ist wahrscheinlich darüber hinaus noch die Geschwindigkeit und die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen. Ich konnte tatsächlich 50 gleichzeitige Verbindungen mit meinem Tarif aufbauen und meine Gigabit-Leitung wurde fast komplett ausgereizt. Also ich konnte einen Online-Speed-Test machen, da bin ich auf 917 Mbit gekommen und meine Durchschnittsgeschwindigkeit mit Usenet Server lag bei 865 Mbit. Zum Testen hatte ich dort eine 10 GB Datei einmal komplett heruntergeladen. Kommen wir zum Thema Sicherheit und Anonymität. Bei der Anonymität lohnt einfach ein Blick in die Datenschutzerklärung. Und dort steht drin, dass der Anbieter nicht nachvollziehen kann, was in einer Newsgruppe gepostet wurde, also hochgeladen wurde, oder umgekehrt, was heruntergeladen wurde. Das ist sehr schön, denn das macht einen zusätzlichen VPN unnötig und Abmahnungen gibt es für Downloads im Usenet ohnehin nicht. Bei der Sicherheit, da muss man immer so ein bisschen drüber reden, aber eigentlich bietet das jeder Usenet-Anbieter an, die SSL-Verschlüsselung. Auf dem Transportweg sind die Dateien per SSL verschlüsselt, das ist die gleiche Verschlüsselung, die wahrscheinlich auch deine Bank benutzt, wenn du aufs Online-Banking zugreifst. Kommen wir noch zur Preisgestaltung und zur Zahlung. Bei den Zahlungsweisen habe ich nur Kreditkarte und PayPal gefunden. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dünn. Ich hätte mir hier noch Kryptowährungen gewünscht und vielleicht Lastschrift noch, so wie es bei Eweka möglich ist. Auf der anderen Seite, die Preise sind halt absolut günstig. Es gibt dort auf der Website aktuell Dollarpreise. Wenn ich mich für die jährlich bezahlte Variante entscheide, dann zahle ich tatsächlich monatlich umgerechnet 6,60 Euro. Und das ist schon ein Spitzenpreis für so eine Qualität, die man dort geboten bekommt.
Ich hatte ja auch schon News Hosting getestet und Eweka. Beides gehört auch zu Omikron. Und da habe ich die Einsteigerfreundlichkeit hervorgehoben. Das hat damit zu tun gehabt, dass die beide ihren Newsreader angeboten haben und es keinen zusätzlichen Indexer benötigt hat. Bei Usenet Server ist der Indexer dafür dabei, dafür aber kein eigener Newsreader. Finde ich auch eine nette Idee. Das Wirkprinzip ist am Ende das gleiche. Man braucht halt noch ein Programm, das man eh bräuchte. Aber wenn man hier sich quasi seine Dateien zusammensucht, kann man die in so eine Art Warenkorb legen, zusammenklicken und dann gesammelt als NZB-Datei dem Newsreader übergeben und dann startet auch der Download direkt. Wer den kompletten Test lesen möchte, der kann gerne mal auf meiner neuen Website usenet-erfahrung.de vorbeischauen. Dort gibt es dann auch ein Fazit mit Wertungskasten. Ansonsten blende ich dir jetzt noch eine Playlist zum Thema Usenet in der Outcard ein.